Herzlichen Dank, Frau Pötter. Also die Einleitung war ja schon überschwänglich schön, fast wie bei Köppel. Ich habe jetzt heute meinen Joe Biden-Moment. Ich habe einen wunderschönen großen Bildschirm, wo ich ablesen kann, was ich erzählen muss, obwohl der Vortrag nicht von mir ist. Ich möchte Ihnen kurz erklären, warum Christian Schlüchter nicht kommen kann. Christian Schlüchter hat zur EIKE-Tagung zugesagt zu kommen, obwohl er wusste, dass allenfalls noch etwas anderes kommen könnte, aber das Datum war noch nicht bekannt. Was nun gekommen ist, ist Folgendes. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein Prix Suisse vergeben von Unternehmer an Unternehmer im Kursaal Bern. Und diese Auszeichnung, das ist eine Trophäe, da ist ein Schweizer Kreuz drauf, aber unten das Brett, wo es draufsteht, das ist ein Brett von Christian Schlüchter von den Gletschern. Und er hat mir das geschildert, da hat ein Schreiner das Brett geschnitten, gehobelt, geschliffen, dann auch mit Bienenwachs einpoliert und er sagt, das ist wunderschön, kann man jeden Jahresring sehen, das ist ein wunderschönes Brett. Also eigentlich das Wichtige an Prix Suisse ist das Brett und nicht das Schweizer Kreuz, das draufsteht. Aber es geht noch weiter. Christian Schlüchter kann dann einen Marktstand übernehmen. Also er kriegt heute, das ist er heute, kriegt einen ganzen Marktstand, wo er seine Hölzer vorstellen kann. Und die Leute, die dort sind, das ist die Crème de la Crème der Schweizer KMUs. Das sind nur Unternehmer, die dort sind. Und er hat vielleicht die Möglichkeit, diesen Menschen den Klimawandel näher zu bringen mit den Hölzern. Und da erreicht er wahrscheinlich, oder hoffen wir, dass er mehr erreicht, als wenn er jetzt dieses Jahr hier gewesen wäre. Er kommt bestimmt nächstes Jahr wieder. Sie sehen hier die Fotos. Jetzt gibt es die Preisfrage des Tages. Wer der beiden Herren ist der Geologe und wer ist der Politiker? Frau Pötting hat das schon erraten, sie kriegt eine Schweizer Schokolade für die richtige Antwort. Der Herr, der Politiker, das ist Guy Permenin, das ist der Schweizer Bundespräsident, der übergibt heute diesen Preis. Also Christian Schlüchter war sich nicht sicher, ob er Guy Permelin sausen lassen soll und lieber zur EIKE kommt, hat sich dann aber doch für den Schweizer Bundespräsidenten entschieden. Das wäre in Deutschland die Gemeinsamkeit von Angela Merkel und ihrem Bundespräsidenten. Also das ist wirklich so der Top der Schweizer Politik. Guy Permelin ist ein Mitglied der Schweizer Volkspartei, er ist selbst Weinbauer und hat durchaus auch gewisse Affinitäten zu Naturwissenschaften. Also ich denke, Christian Schlüchter ist da richtig und nächstes Jahr kommt er wieder. Jetzt zum Vortrag. Wer im 2019 schon hier gewesen ist, wird einiges wiedererkennen. Dieses hier ist eine Moräne am Julierpass. Wenn Sie über den Julier fahren, Richtung Engadin runter, sehen Sie diese Moräne des La Greffe-Gletscher. Und das war der letzte große Vorstoß in der letzten Eiszeit. 12,7 bis 11,4 tausend Jahre vor present. Christian hat dann gesagt, was ist jetzt wirklich passiert in dieser Zeit? Hier haben wir etwa 11.000, 10.000 Jahre bevor present. Das waren die großen Gletscherausdehnungen hier. Und dann ging es so ein bisschen zurück. Da ist nicht besonders viel passiert mit den Gletschern. Sie gingen ein bisschen zurück und sie gingen ein bisschen vor. Aber Christian sagt, Gletscher sind hochdynamische Systeme, die sich immer ein bisschen bewegen. Und das muss man einfach wissen. Der Steingletscher hier ist ein Gletscher in der Nähe des Susten in der Schweiz. Kann man auf einer Homepage nachsehen, die heißt Glamos in der Schweiz. Da kann man wunderschöne Längenänderungen ausplotten. Und dieser Gletscher hier hatte seinen größten Vorstoß im 1991. Also der ist nicht zurückgegangen. Der war sehr lange stabil, hat sogar ein bisschen zugenommen, der Gletscher. Und ab 1991 hat er dann sehr stark abgenommen. Und ich habe dann Christian gefragt, ja warum ist das? Er hat gesagt, das liegt an der Talform.
Also die Talform ist sehr wichtig für die Dynamik der Gletscher. Man kann nicht einfach sagen, es nehmen alle ab. Ein Teil nimmt ab, eher linear, andere nehmen auch ein bisschen zu. Gehen Sie mal auf Glamos, da können Sie sich das wunderschön ausplotten. Wie kann man sich das Ganze nun vorstellen? Sie sehen hier den, auf Schweizerdeutsch, den Zerfindeln-Gletscher bei Zermatt. Man kann hier deutlich erkennen, die Moränenwelle des letzten Vorstoßes und des letzten Rückzugs. Hier ist die Gletscherzunge heute. Und Christian sagt, dass die Geologen hauptsächlich die Welle untersucht haben, aber so ein bisschen das Tal, die Gletscherwanne missachtet hatten. Da hat man gar nicht so recht reingesehen, was ist denn da drin. Und er sagt, da kommt eben viel von der Geschichte des Gletschers zum Vorschein. Das ist derselbe Gletscher von außen gesehen. Hier kann man mehrere Moränenwelle erkennen und eindeutig sieht, er ist vorgestoßen, zurückgestoßen, hat immer Material deponiert. Das müsste eigentlich jedem Mann klar sein, da ist was passiert und es ist eben nicht einfach so, dass Gletscher stabil sind. Mir ist dann noch aufgefallen, wenn Sie sich das hinten ansehen, hier sind wir ganz klar über der Baumgrenze. Sie sehen keine Bäume dort. Hier, das ist der junge Christian, noch mit schwarzem Bart, etwa 1990 am Unteraargletscher. Und da hat er Holzstücke und Torfstücke gefunden, entdeckt. Und er hat mir gesagt, das war kein Thema bis in die 1990er Jahre. Das hat niemand beachtet. Man hat das schon gesehen, da war so ein bisschen Holz rum, aber wirklich beachtet hat das niemand. Und Christian hat das dann beachtet, das zeichnet auch den guten Wissenschaftler aus, und hat begonnen, diese Holzstücke zu sammeln. Ich habe ihn dann noch gefragt, wo hast du die gefunden? Dann hat er gesagt, die sind etwa 200 bis 500 Meter unter dem Gletschertor, also unter dem heutigen Ende des Gletschers. Da kommt in der Regel Wasser raus. Wasser fließt ja unter dem Gletscher durch und kommt dann in zum Teil ziemlich ruppigen Bächen raus, spült diese Stücke raus und er hat gesagt, oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Nein, völlig falsch. Gut, wir versuchen es nochmal. Ich müsste eigentlich zurück. Jetzt. Wunderbar, es geht. Sie sehen, wenn Sie an der ETH studiert haben, ist das noch nicht der Beweis, dass Sie ein Ding wie einen Pointer bedienen können. Also, jetzt bin ich natürlich rausgefahren, jetzt muss ich schnell nachsehen. Also, 200 bis 500 Meter sind diese Fundstücke vom Gletscher durch den Gletscherbach transportiert worden. Das heißt also, die sind nicht mehr in situ, also nicht mehr in Ort, aber sie sind auch nicht sehr weit weg. Man kann davon ausgehen, dass die Fundstelle nicht allzu weit weg ist von dem Ort, wo die Stücke gewachsen sind. Dieses hier ist der Glacier du Mont Minet. Der befindet sich für Europäer so etwa genau über dem Mont Blanc-Tunnel. Das ist eine Gesamtansicht. Und hier nun das Gletschertor, das ist dieses hier, bei Niedrigwasser. Hier hat es nicht viel Wasser. Christian hat mir dann gesagt, da kommen manchmal unheimlich viele Mengen Wasser raus. Und es ist echt gefährlich, wenn man sich hier in dieses Tor rein bewegen würde. Ist dann auch nicht wirklich rein, sondern hat reingesehen und da hat es also noch Bäume und Holzstücke drin gehabt. Aber was hier im Vordergrund ist, das ist eine Lerche. Etwa 60 bis 80 cm Durchmesser. Sie sehen hier seine Kettensäge als Größenvergleich. Und diese Lerche ist jetzt praktisch in situ, also sehr nah an diesem Gletschertor gefunden worden. Und man geht davon aus, dass die Lerche dort gewachsen ist, wo sie heute steht. Vielleicht noch ein Wort zu Lerchen. Lerchen sind sehr harte Bäume. Man findet praktisch nur Lerchen oder Arfen. Arfen heißen auf Österreichisch und Bayerisch Zwirbeln, glaube ich. Ist eine Pinusart,
Lerche ist eine spezielle Art Larix. Und Lerchen werden, das kann man zum Beispiel in der Schweiz in den Salines de Bais sehen, ein Salzbergwerk, das so 1750 von den Bernern übernommen wurde, um Salz zu graben. Und die Gänge in den Salines de Bais, die sind heute noch mit Lerchen abgestützt. Lerchen sind Bäume, die sehr fest sind, sehr kompakt und durch Harze, glaube ich, geschützt gegen Fäulnis. Also deshalb findet man hauptsächlich Lerchen und nicht zum Beispiel Tannen. Das ist nun, wie man sich vorstellen muss, dass der Gletscher einen Baum bearbeitet, wenn er ihn überfährt, zusammenquetscht. Das ist eine Scherkraft hier, die man beobachten kann, dass also ganze Bäume zerfasert werden durch die Kraft des Gletschers, was natürlich auch beweist, dass dann Gletscher drüber war. Hier ein Schweizer Sackmesser, damit Sie sehen, was da so der Größenvergleich ist. Und hier auch ein abgehobeltes Stück Holz, ein Stamm mit Steinen. Das sind Steine hier. Der Gletscher hat also diesen Stamm so in die Erde gedrückt, dass Steine hineingedrückt wurden und eben nicht nur an der Oberfläche, sondern er hat gesagt, wenn du das schneidest mit der Säge, dann kommen Funken raus. Also es gibt auch innerhalb des Baumes Steine, die von der Kraft des Gletschers reingedrückt worden sind. Und damit kann man eindeutig sagen, der war unter dem Gletscher. Das hat bestimmt niemand draufgetragen. Dieses hier ist ein Teil seines Kofferraums von Christians Auto. Das sind die Stücke. Er hat über 300, hat er gesagt. Also es ist nicht ein Einzelfund, sondern es gibt ganz viele Funde in den Schweizer Alpen. Das sind die Stücke, die er dann nach Innsbruck gefahren hat, über den Zoll. Und er hat mir dann gesagt, wir sind mal angehalten worden, hat der Zöllner gefragt, warum bringen Sie so altes Holz nach Österreich? Das bringt doch nichts, kann man ja nicht verbrennen. Er hat zu Kurt Nicolussi gebracht und Kurt Nicolussi hat dann die Dendrochronologie gemacht, also die Bestimmung des Alters der Bäume über Baumringe. Ja, Sie sehen, früher hätte ich das wahrscheinlich noch schneller gelernt, das ist eine Frage des Alters. Bei dem Baumring, das habe ich noch vergessen zu sagen, habe ich gefragt, ja, wie muss man sich dann diese Chronologie vorstellen? Er hat gesagt, du kannst also wirklich runtergehen, die Baumringe zählen und von Baum zu Baum braucht es dann eine Überschneidung von 26 Jahren. Also man kann Bäume eigentlich dann wirklich ziemlich präzise aufs Jahr runter bestimmen. Anders, und das wurde natürlich auch gemacht an der ETH in Zürich, die Stücke wurden dann auch über C14 noch altes datiert. Bei C14 ist es so, dass man nicht mehr ein genaues Jahr hat, sondern man hat eine Bandbreite und man muss C14 bestimmte Baumteile auf eine Kalibrierungstreppe bringen. Also hier sind die kalibrierten Daten der C14-Bestimmung nach de Vries. De Vries hat herausgefunden, dass die Abnahme von C14-Isotopen eben nicht 100% linear ist, sondern dass es leichte Schwankungen drin gibt. Und das hängt davon ab, wie stark dass das Magnetfeld der Erde C14 durchgelassen hat oder eben auch nicht. Und das ist wiederum ein Proxy für die Kraft der Sonne. Und hier sind dann die Stücke aufgetragen, so wie sie bestimmt wurden. Und was man nun hier sehen kann, ist die großen Vierecke, das sind eben auch die Unsicherheiten. Aber die Holzstücke von Christian, die liegen alle auf einer Treppe. In den Zwischenstufen hier, vertikal, haben sie sehr wenig. Und was man daraus lesen kann, ist Folgendes. In Zeiten, wo die Sonne aktiv war, also C14 tief, kann man Baumwachstum feststellen in den Alpen und in den Zeiten, in denen die Sonne schwach war, hohe C14-Gehalte und was eher kühl war, findet man kein Baumwachstum. Und das ist ein Hinweis dann
auf die Wärmeentwicklung. Hier noch ganz kurz, das haben wir aber gestern schon gehört, wie das mit C14 funktioniert. Bei einer sehr starken Sonne werden die kosmischen Strahlen abgelenkt und damit sinkt der C14-Gehalt in der Atmosphäre, was man nachher messen kann. Und bei einer schwachen Sonne werden die kosmischen Strahlen weniger abgelenkt und der C14-Gehalt steigt. Also das erlaubt eigentlich so eine Aussage, eine Verbindung der Bäume, des Baumwachstums zur Kraft der Sonne. Hier, das ist der Djerva-Gletscher, der ist im Bernina-Gebiet. Wenn Sie mit der Bahn von St. Moritz ganz grob ins Buschlav fahren, fahren Sie in Bernina rauf. Und da ist rechts oben der Mortaratsch-Gletscher, der kommt gleich. Und dahinter ist der Djerva-Gletscher, die sind alles so 4000er. Auch hier bitte beachten, es gibt hier nirgends Bäume. Was Sie aber sehen müssen, ist dieser Baumstumpf mit diesem Punkt im Vordergrund. Das ist auch ein Baum, den Christian Schlüchter gefunden hat, in Anführungszeichen. Christian Schlüchter arbeitet unheimlich gut mit den regionalen Förstern zusammen und immer wenn die was sehen, sagen sie es Christian und er kommt dann und dann wird das abtransportiert. Dieser Baum hier ist datiert über 10.000 Jahre alt, das werden wir nachher noch sehen, das ist einer der ältesten Funde und auch dieser Baum hier ist praktisch in situ. Hier ist der Gletscher, das kann man nicht sehr gut erkennen, der ist mit Geröll überdeckt, ist nicht so schön weiß, aber der Gletscher ist hier ganz nah und der Baum steht eigentlich mehr oder weniger dort, wo er vom Gletscher überfahren wurde. So sieht das aus von nahem, das ist der Förster. Der Baum hier ist über 10.000 Jahre before present gewachsen, wo er heute gefunden wurde. Das ist ein zweites Fundstück, das ist jetzt vom Mortaratsch-Gletscher. Der ist im selben Gebiet, können Sie von der Bahn aus sehen, bei gutem Wetter. Was sehr speziell ist an diesem Baum hier ist, er ist wiederum datiert über 10.000 Jahre vor heute. Das sind die ältesten Fundstücke, die es gibt, gemäß Christian Schlüchter. Und was man hier sehen kann, der Baum muss vom Gletscher in eine Mulde gedrückt worden sein und dann ist der Gletscher drüber gefahren, aber hat den Baum nicht derart bearbeitet wie die anderen Bäume, weil er geschützt war in dieser Mulde. Was man hier erkennen kann, der Baum hat noch Rinde dran, das sieht man hier, und hier ist der Wurzelstock. Das heißt also, der Baum ist in situ aufgefunden worden, dort wo er überfahren wurde vom Gletscher, ist er liegen geblieben. Damit ist eigentlich bewiesen, dass dort, wo dieser Baum gefunden wurde, eben Bäume gewachsen sind und die Bäume haben so einen Durchmesser von 60 bis 80 Zentimeter. Wer weiß, wie schnell Bäume in den Alpen wachsen, die wachsen sehr langsam im Vergleich zu Talbäumen, wird problemlos erkennen, dass die Bäume 300, 400 Jahre gewachsen sind. Also das sind prächtige Exemplare von Bäumen, die da in situ gefunden wurden. Die Grafik, die stammt von Gernot Patzelt. Christian hat hier seine Funde eingetragen oder andere Funde eingetragen. Und ich möchte Ihnen das ganz kurz erklären. Also hier unten haben wir die Zeitachse. Die geht jetzt auf Christi Geburt zurück. Also wenn man before present rechnet, muss man immer noch diese 2000 Jahre dazu rechnen. Also hier sind wir bei 12.000 Jahren before present, hier 11.000, hier 10.000 Jahre before present. Und man kann hier oben sehen, hier waren die Sommertemperaturen höher im Mai, September als im Referenzjahr. Referenzjahr ist 2005. Und man kann jetzt hier erkennen, das sind diese zwei sehr alten Fundstücke. Und dann gibt es andere Fundstücke, die hier alle in dieser Grenze drin liegen, wo eben Bäume gewachsen sind und nicht dazwischen. Das ist das Wichtige. Beim Dazwischen gibt es fast nichts. Ich erkläre Ihnen noch schnell, was die Fundstücke sind. Das hier ist das Schniedejoch. Das ist ein Saumpfad vom Kanton Bern in den Kanton Wallis.
da wurden Fundstücke gefunden aus der Steinzeit von Menschen, und zwar handelt es sich um Leder zum Beispiel, Lederpfeile und ähnliches mehr. Das ist also wie Ötzi hier. Damit ist klar bewiesen, dass es ein Saumpfad war, der benutzt wurde, um vom Kanton Wallis auf 2700 Meter rauf und dann wieder runter ins Berner Oberland zu gehen. Und die Fundstücke sind 2003 gefunden worden, als sich dort eben die Eisbedeckung auch zurückgezogen hat. Das bedeutet, es war schon einmal wesentlich wärmer, wenn man das als Saumpfad benutzen konnte. Die blauen Punkte, das ist King George Island, das ist in der Antarktis, da war Christian auch, da wurden auch Holzfunde gemacht, die dann datiert werden konnten und die eben auch in diese Warmphasen hineinpassen. Svalbard, das ist hier, das ist, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es auf Spitzbergen ist oder ganz oben in Norwegen. Ich glaube, es gibt dort auch eine Saatgutstation, wo Saatgut tiefgekühlt gelagert wird. Das ist ähnlich, ich komme aus der Ecke. Also auch hier haben wir ganz klar Funde in den Zeiten, wo es wärmer gewesen ist, wo Gletscher zurückgefahren sind, entweder hier Jörin oder Horms, das sind die Zeiten, wo Gletscher retreated sind, und dann hier noch Cumberland in Kanada. Also man kann hier sehen, erstens die Funde von Christian sind wirklich außergewöhnlich alt und sehr eindrücklich. Ein Baum steht jetzt auch in St. Moritz oder in Sedrun im Museum. Also das hat er ausgezeichnet gemacht. Das sind diese wunderbaren Spezialitäten, die über 10.000 Jahre alt sind. Und dann all die anderen Funde, die deuten darauf hin, es hat Zeiten gegeben, da war es wärmer, es war kühler und man kann die auseinanderhalten durch Gletscherfunde. So, und er, Christian, sagt dann, was hält nun das Holozän zusammen, was ist im Holozän passiert? Und er sagt, es ist die Sonne. Die Sonne war die Quelle, die natürliche Quelle der Energie, die dann über Atmosphäre und Ozeane verteilt wurde. Aber es war eigentlich die Sonne, die zu diesen natürlichen Klimaschwankungen und Temperaturschwankungen geführt hat. Und es ist nicht so, wie oft behauptet wird, dass das regional sei in Europa, sondern wir haben hier unten mit King George Island, dann hier oben, das müsste Cumberland sein, und hier die Schweiz, die Alpen, haben wir mehrere Fundstellen, die eben das Gleiche aussagen zur gleichen Zeit. Es war zur gleichen Zeit wärmer und kälter auf der ganzen Welt und eben nicht nur in Europa. Man kann das nicht herunterspielen. Jetzt habe ich mir erlaubt, eine Zusammenfassung zu machen. Ich habe die mit Christian abgesprochen. Also man findet an Gletscherstandorten in den Alpen viele hölzerne Beweise, Zeugen des Klimawandels, die belegen, dass während den letzten 11.000 Jahren die Gletscher kürzer als heute gewesen sind. Teilweise sie sind auch wieder gekommen, aber sie waren auch schon kürzer. Es muss wärmer gewesen sein, sonst hätten die Bäume, die prächtigen Bäume, nicht wachsen können, wo heute noch Gletscher sind. Ich habe ihn dann gefragt, Christian, habt ihr ausgerechnet, wie hoch das gewesen ist? Und er sagt, es ist schwierig zu bestimmen, aber beim Cervo haben wir das geschafft. Es müssen also mindestens 300 Höhenmeter gewesen sein, über der heutigen Baumgrenze, wo Bäume gewachsen sind. Und 300 Höhenmeter bedeuten etwa 1,8 Grad Temperaturdifferenz, also es war mindestens 1,8 Grad wärmer als heute, wo die Bäume gewachsen sind. Dann das Phänomen ist nicht regional, das haben wir schon gesagt. Und das Baumwachstum folgt dem De Vries-Effekt, womit klar gesagt worden ist, während aktiver Sonnenphasen sind Bäume gewachsen, da war es wärmer, während weniger aktiver Phasen kann man keine Bäume nachweisen, kein Wachstum nachweisen. Die längste Gletscherausdehnung seit der letzten Eiszeit, also seit 11.000 Jahren, war 1851 in der Schweiz, so mehr oder weniger. Und das kennen Sie vielleicht, es gibt viele Talschaften in der Schweiz, die dann Prozession veranstaltet haben, dass die Gletscher doch bitte nicht mehr wachsen mögen, damit die Dörfer nicht überfahren werden von Gletscher. Und offensichtlich hat es geholfen. Seither wird es wärmer.
Die Sonne ist die natürliche Energiequelle auf der Erdoberfläche für den Klimawandel und damit der natürlichen Gletscherbewegung. Ist oder war, da kann man jetzt darüber streiten, vor 1850 war es die einzige natürliche Energiequelle. Nach 1850 kommt nun CO2 ins Spiel. Das ist ja die Frage, die wir gestern schon berührt haben. Und Christian lässt sich da nicht auf die Äste raus. Er sagt, das ist schwierig zu sagen, aber früher war es ganz klar die Sonne und nichts anderes. Und nun für die Arbeit, die wir zusammen in der Schweiz machen mit Christian, ist es natürlich wichtig, diese Baumfunde, die eignen sich für die Kommunikation. Wenn ich mich, ist Herr Schawif noch hier? Nein, ist noch nicht, dann kann ich schlecht über ihn sprechen, das ist wunderbar. Nein, Herr Schawif hat gestern, ich würde ihm das selbstverständlich auch so sagen, Herr Schawif hat gestern hochkomplexe physikalische Zusammenhänge erklärt, aber wenn Sie Menschen überzeugen wollen, wie wir das in der Schweiz tun müssen, um Abstimmung zu gewinnen, dann ist Herr Schawifs Methode nicht geeignet. Gegen Holzstücke schon. Mit Holzstücken können Sie die Menschen überzeugen. Und jetzt komme ich hier noch, ich habe keine Schokolade mehr, aber ich habe noch ein paar andere Dinge. Das ist ein Holzstück des Cerva-Gletschers, Fundstück Nummer 172, 7100 bis 6700 before present. Das ist also ein 7000 Jahre altes Holzstück. Und Sie haben heute die einmalige Gelegenheit, dieses Holzstück zu berühren. Das haben wir extra für Sie mitgebracht aus der Schweiz. Christian war auf dem Gletscher, hat das für Sie geschnitten, damit Sie einmal so ein altes Holzstück berühren können. Sie berühren also hier Klimawandel. Und ich lege Ihnen das runter, das können Sie nachher, so schnell kriegen Sie das nicht wieder, da müssen Sie wirklich raufklettern. Dann dieses hier, das würde Christian als ein Stück Holz, Stück Brot verkaufen. Er hat immer sehr bildliche Metaphern. Das ist 8400 bis 8100 before present. Ich habe vergessen zu fragen, woher es kommt. Sagen wir mal Cerva, das ist auch immer sehr gut. Und dann dieser hier, das nennt Christian Hamburger, das sind Torfstücke. Das lege ich Ihnen hin, das können Sie betrachten, das sind diese Torfstücke, die er da gefunden hat. Bei seinen Ausgrabungen kann man ja fast nicht sagen, bei seinen Bergungen. So, und was ich auch noch mitgebracht habe, wenn Sie das sehen möchten, es gibt ein wunderschönes Buch von Gernot Batzelt, Gletschergeschichte, mit wunderschönen eben auch Beweisen zu Gletschern, also wie man sich Gletscher vorstellen muss, wie die sich zurückgezogen haben, wie sie vorgestoßen sind. Das sind Beweise aus der Geschichte mit gemalten Bildern. Damit habe ich geschlossen und, kleinen Moment, jawohl, jetzt kommt mein zweiter Joe Biden Moment. I don't accept questions. Herzlichen Dank. Nein, ich bin einfach schlicht und ergreifend nicht kompetent, Fragen zu beantworten. Wenn Sie aber Fragen hätten, nehme ich die gerne mit in die Schweiz und stelle sie Christian Schlüchter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank, Herr Schmidt. Gern geschehen. Gibt es denn Fragen, die er in die Schweiz mitnehmen soll? Ja, da meldet sich schon einer. Ich würde meine liebenswerte Assistentin, mit der ich auch verheiratet bin, bitten, die Fragen zu notieren. Okay, my name is Dan Kaiser, I come from Sweden. And we have had a couple, I just wanted to support what you're saying, that is, this was not regional. We have Swedish researchers that have also studied glaciers and things like that. One name is Leif Kullman,
who has followed three lines in the Swedish high mountains for historically. And then we had Vibjörn Karlén, who was a glacier specialist, who unfortunately passed away just a week ago, or 2 weeks ago. So it's just to support what you're saying. This was not regional, it was, at least, even if it's part of Europe, it's another part. Thank you. Thank you very much for this support. I don't see, ich sehe keine anderen Fragen mehr und bedanke mich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit.